Der Halbmarathon in Altötting mit seiner angebotenen Strecke von 21 Kilometer, 6 Kilometer Lauf- und Walkstrecke und Hobbylauf 1 Kilometer ist seit eh und jeher ein besonderer Lauf. Einen neuen Teilnehmerrekord kann der 27. internationale OMV-Halbmarathon in Altötting für sich verbuchen. Exakt 2387 Finisher aus über 30 Ländern meldete die Wettkampfleitung, so viele wie noch nie. Bei schönstem Wetter lockte der Lauf am Sonntag Tausende auf die Straße. 80% der Strecke verlaufen auf befestigten Waldwegen und der Altöttinger Forst bietet Natur pur. Übrigens zählt die Strecke zu den schnellsten Deutschlands, was die Bestzeiten für die Damen 1 Stunde 8 Minuten 38 und der Herren 1 Stunde 1 Minute und 39 Sekunden bestätigte. Die Strecke ist flach, windgeschützt und deshalb sehr schnell. Sie führt nach 3 Kilometer in den Altöttinger Forst und erst auf den letzten beiden Kilometern wieder auf Asphalt. Der Altöttinger Halbmarathon gilt deshalb als der schnellste Naturlauf der Welt. Zahlreiche Showgruppen und Musikbands versuchen ihre Teilnehmer auf den letzten anstrengenden Metern ins Ziel zu treiben. Was 1992 mit 54 Teilnehmern begann, mauserte sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einer Großveranstaltung mit weit über 2000 Teilnehmern. Er zählt auch mittlerweile nicht nur wegen der Auflistung in Runners World zu den Top-Halbmarathons in Deutschland. Früher, wo wir noch die afrikanische Elite am Start gehabt haben, da waren wir wirklich ganz top. Da waren wir Deutschlands zweitschnellster Lauf. Mittlerweile haben wir uns von diesem System verabschiedet, jetzt wollen wir mehr in die Breite gehen. Und da sind wir, glaube ich, weil wir von der Leistung her sehr viel bieten, auch in Deutschland ganz top, ganz oben anzusiedeln. Bei den Männern setzte sich nach dem Start gleich der Rumäne Nicolae Soare an die Spitze. Der rumänische Langstreckenläufer, der sich auf den Marathon spezialisiert hat, nahm auch schon bei den Olympischen Sommerspielen 2016 teil. Seine Bestzeit auf die 21 Kilometer ist bei 1:04:07. Diese Zeit schaffte er nicht ganz in Altötting. Mit 1 Stunde 8 Minuten 44 war Nicolae Soare 4 Minuten von seiner persönlichen Bestzeit entfernt. Für den ersten Platz reichte es dennoch. Are you satisfied with the run itself and with your time? Yeah, it's good for training. It's not my PB, but this year is first half marathon for me. And I'm okay. Okay, also er hat gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Zeit. Es ist zwar nicht seine Bestzeit, aber er ist ganz zufrieden damit. Und es ist der erste Halbmarathon in diesem Jahr und dafür war es ganz in Ordnung. Den zweiten Platz bei den Männern holte sich Sebastian Weigel vom MTV 1881 Ingolstadt. In einer Zeit von 1 Stunde 15 Minuten und 25 Sekunden. Und den dritten Platz belegte Thomas Plamberger in einer Zeit von 1 Stunde 17 Minuten und 48 Sekunden. Bei den Frauen schaffte es Marina Nemtschenko auf das oberste Treppchen. Sie kam nach 1 Stunde 19 Minuten und 50 Sekunden ins Ziel und sicherte sich damit den Sieg bei den Frauen. There are many my friends and meter and yeah, I was invited to Altötting and I with I because my manager live here, yeah, and he invited me. Okay. Also ihr Manager lebt hier und der hat sie quasi eingeladen. Und mit ihrer Zeit ist sie eigentlich ganz zufrieden. Zweiter bei den Frauen wurde Agnieszka Glomp vom PTSV Rosenheim in einer Zeit von 1 Stunde 24 Minuten und 6 Sekunden. Und den dritten Platz sicherte sich Katrin Esfeld von der LG Mettenheim in einer Zeit von 1 Stunde 29 Minuten und 15 Sekunden. Nach den Zieleinläufen gab es dann noch eine Siegerehrung, bei der Altöttings zweiter Bürgermeister Wolfgang Sellner den Siegern noch Präsente überreichte. Zum Schluss waren sich alle einig. Der OMV-Halbmarathon war eine absolute Rekordveranstaltung und Organisator Günther Vogel konnte sich darüber sehr freuen. Nur eins hat ihn geärgert. Die Siegerzeiten waren nicht ganz nach seinen Wünschen. Ich habe gewusst, dass die zwei Elite-Athleten, die ich ja selber eingeladen habe, dass die beide nur einen Trainingslauf machen. Dennoch hätte ich mal vielleicht 1 bis 2 Minuten schnellere Zeit erhofft. Okay,
Es ist nicht schlecht, ich meine, jeder Deutsche wäre froh, wenn er so schnell laufen würde, aber ich bin ein bisschen enttäuscht.